Moin Leute und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bully die Ehrenrunde. Ja, im letzten Part haben wir ja alle Fächer durchgerockt. So sieht das jetzt aus. War ein ziemlich langer Part, aber ja, wir mussten sie alle ja machen und es hat sich gelohnt. Wir sind jetzt bei den Fächern durch und das seht ihr jetzt auch, dass quasi das Fach, was wir jetzt eigentlich hätten, grau markiert ist und wir werden auch nicht mehr von Lehrern ja aufgehalten, beziehungsweise dass wir irgendwie den Unterricht schwänzen. Also hat nur Vorteile und wir können uns jetzt auf die Story erstmal konzentrieren, bevor wir dann die restlichen 100% Guides machen. Fand ich schon auf jeden Fall sinnvoll. Wir starten jetzt mit der Mission Verteidiger der Festung. Oh, here he is, Mr. Big. Oh, can't you just get lost? Or help, we're trying to get out of here. Come on, Muscles, we've not got long. What are you talking about? The jocks are coming to kill us. Oh, thanks to you and your sordid little pictures. You wanted them. You're the sicko. Oh, a healthy interest in sexual matters is natural during puberty, bud. That's why I was having those dreams. Anyway, this is not important right now. I am about to die. We all are. When are they coming? What about your famous defense system? Oh, it's broken, okay? Can't you fix it? I need a bit of time. We have no time. We're dead. Dead! I love you, my friend! Look, you fix it, I'll hold up the jocks. Now, where's that gun thing? Get out of here, you sickos! We're coming in, you guys! We're ready for you, nerds! Doomed! These feelings are natural, and I'm about to die for them! Just go fix the defense system, and I'll take care of the goons. Come on, you wimps! We're coming to get you! Get out of here, sickos! Ja, Jimmy regelt das schon. Keine Angst, Leute. Gehe zur Barrikade. Alright. Jimmy ist top ausgerüstet. Mit seinem akademischen... Und wir haben Unterstützung. Geil. So, jetzt geht's ab. Was wollt ihr denn? Bam. Boah, das sind ja alles One-Hit. Ja, die One-Hitten wir schön. Na, ihr ist mit denen. Also, der neben uns hat's Feuer bekommen. Shit. Was nehmen wir jetzt? Wir nehmen jetzt die Waffe. Zum Glück haben wir Präzision voll. Durch Sportunterricht. Nein! Die haben's eingenommen. Ja. Okay, ich dachte, jetzt kommen eigentlich noch mehr. Die wir aufhalten müssen. Auf jeden Fall wieder ziemlich geile Mission. Dann zurück zur Barrikade. Wo ist die? Ach so, hier oben ist die, ja, stimmt. Okay, jetzt wird geballert. Kommt, kommt, Jungs. Traut euch. Cool. Die werden ja richtig schön abserviert. Am besten hier diese Rammer, also diese Footballspieler zuerst ausschalten. Weil die können natürlich das Tor einrammen. So, den machen wir jetzt mal. Da geht mir ein bisschen auf die Nerven. Ja, die haben keine Chance. Na. Schön Headshot. War schon ein bisschen gewalttätig, das Spiel. Aber so eine Kanone, die wünscht sich doch einfach jeder. Schnell mal den Nachbarn abballern. Wow. Haufen Leichen hier. Sehr schön. Streberrespekt plus 20. Hopkins comes through. Oh yeah. Und wir haben zwei neue Missionen. Einmal Diskretion ist alles und schickes Outfit. Ich glaube, Diskretion ist alles, ist eher hier, oder? Nee, schickes Outfit. Na gut, dann machen wir gleich mal schickes Outfit, wenn wir hier sind. Hey, Jimmy. I've had a brilliant idea. Another one. Many are called, but few are chosen. Luckily for you, I've chosen you to help me carry out this little masterpiece.
My finest work! What are you talking about, you lunatic? I'm talking about what we're always talking about, amigo. About bullying the bullies. About my favorite dish. Revenge! Revenge? Against who? Who do you think? The football team! Those overdeveloped, underbrained lords of our little manor. Reduced to a bunch of sniveling wretches. Bowing down to my... You mean our? I meant our superiority. Us ruling like gentlemen over the peasants. Us? Us, yes. You ruling, of course. Me offering some sage advice. Doing all the thinking, that sort of thing. Merlin to your King Arthur. Whatever, what's the plan? Well, first, we need you to get the school mascot costume. And how do you suggest I do that? Well, go follow them. Wait for us to distract the gorillas. Go! While we still have hope! Ärgere am Footballfeld das Maskottchen. Cool, jetzt bin ich gespannt, wie das aussieht. Von der Bullworth School. So, wo ist das Maskottchen? Ach, hier hinten. Ach so, also wirklich wie so ein, ja, wie so ein Ochse, oder? Ja. Komm her. Na. Hey, hey, hey. So, jetzt haben wir ihn. So, Jimmy lenkt ihn ab. Ah, und hier oben sind jetzt die Streber. Geil. Warte, wir machen es erstmal mit der Hand. Wow. Da geht ja Feuer ab. Und er hat so viel Leben. Warte, ich nehme eine Knarre. Aber selbst sie zieht ja nur minimal ab. Alter. Ja, ich habe fast kein Leben mehr. Jetzt verschwinde doch mal. So, komm, baller drauf, Jimmy. Baller drauf. Hä, da verliert überhaupt kein Leben. Ey, muss ich echt gegen den fighten, oder was? Bäm. Komm schon, Jimmy. Mach ihn kalt. Mist. Ich muss meine Dreier-Kombo. So. Gibt's noch irgendwo einen Beam-Cola? Ey, da gibt's echt keinen mehr. Shit. Komm, mach ihn kalt. Fährt er nicht mehr. Ah. Nein, ich bin tot. Oh, Mann. Ja, Leute, dann mache ich mal einen kurzen Cut. Wir sehen uns gleich nochmal beim Maskottchen. Boah, der Typ ist ja voll heftig. So, auf geht's wieder, Leute. Mal gucken, ob wir es jetzt schaffen. Aber jetzt gehe ich mal voll auf Mann. Okay, wenn wir immer nur diesen einen Schlag halten, dann können wir ihn vielleicht irgendwie hinbekommen. Ah! Komm! Na? Sehr schön. Komm, dränge gegen die Wand. Nein! Jimmy, jetzt steh doch mal wieder auf. Komm her. Haha!
Tja, Pech gehabt, Freundchen. Mist. Och, was macht er denn immer jetzt seinen Special Move? Komm schon, komm schon. Los, Jimmy, komm. Noch einer, noch einer. Jawohl. Na und? Okay, jetzt. Du hast das Maskottchen-Outfit erhalten. Mega. Solange du das Maskottchen-Kostüm trägst, kannst du deine Projektilwaffen nicht benutzen. Leute, guckt euch das Teil an. Also, ich sehe doch wirklich wieder mal mega cool aus, oder? Ich weiß jetzt gar nicht, werden wir verprügelt? Ich muss das gleich mal probieren. Sind die jetzt noch unter uns her? Ja, tatsächlich. Aber warum auch immer, also wie als wüssten die, dass ich das bin. Aber gut, egal. Was haben wir denn jetzt noch? Diskretion ist alles. Ich würde sagen, die Mission machen wir mal noch. Ist ja hier im Sportunterricht wahrscheinlich. Start, Diskretion ist alles. Mit dem Maskottchen-Outfit. Hi. Hey. I know, it's funny. I'm the girl in the dirty pictures, haha. What are you talking about? Ugh, don't pretend you don't know. Everybody knows. Knows what? There's posters of me all over town. Oh, those. Now everyone thinks I'm a slut. Great, my parents will be so proud. I'll probably get expelled. Look, it could be worse. How? How exactly could it be worse? I mean, sure, I've been a bitch at times, been nasty, but I don't deserve this. My life is over. I mean, I've always wanted to be a model, but not like this. Everybody's laughing at me. I can't bear it. Everybody's always laughing at me. Well, maybe you're not as insecure as I am, okay? I just wanted to be popular. Now everybody hates me. Well, I guess I deserve it. I tell you what, you wait here. I'll get rid of those posters for you, or at least cover them up. Would you? I'd do it myself, but I can't deal with it. I'm really losing it here. Just hang in there. Ja, im Endeffekt waren wir es ja selbst, der die Fotos geschossen hat. Aber jetzt tut sie mir auch ein bisschen leid. Überspray die Plakate von Mandy. Dann nehmen wir doch gleich mal unsere Spraydose. Ah, und hier sind schon die Kunden. So. Ach. Jimmy, jetzt geh doch mal hier ran. So. Sehr schön. Jetzt gucken die Kunden natürlich jetzt nicht mal auf das Plakat. Das ist ja uninteressant, wenn es durchgestrichen ist. Und jetzt haben wir hier noch eins. Da lassen wir aber erstmal den Lehrer vorbeilaufen. So. Oh la la. Ach Mann, die tut mir schon ein bisschen leid, die Arme. Ja, peinliche Fotos auf Schulen, das ist nicht gerade der Hit. Übersprayt die Plakate von Mandy in Bullworth Town. Da haben sie also auch platziert. Ich würde aber mal sagen, da fahren wir mit unserem Bike hin. Holen wir uns mal schnell unser Bike. Unser schnelles, das wir ja auch in den Fächern bekommen haben. Also in Arbeitslehre Nummer 5 haben wir das schnellste Fahrrad erhalten. Kann ich euch ja gleich nochmal zeigen. Hier ist es. Sieht eigentlich trotzdem ganz cool aus, obwohl ich das vierte besser fand. Aber mit den goldenen Speichen... Das ist schon cool. Und es ist, wie gesagt, das Schnellste. Ihr seht es auch, das geht schon ganz schön ab. Und damit kommen wir jetzt flink nach Bullworth Town. Ich denke mal, es ist in jedem Stadtgebiet eins, was wir übersprayen müssen. So, am besten wir fahren erstmal hier rüber. Ja, und überall werden sich die Plakate einfach angeschaut, ne? Das ist... Unfassbar. So.
So, ihr könnt wieder weggehen, da gibt's nichts mehr zu gucken. Ah, der Streber wieder. Kaufe mehr Spraydosen. Ja, wo denn? Wo sind die an Laden? Ach jo. Achso, gut, da wird man markiert. Alles klar. Im Yum Yum Market. So, Spraydosen ran hier, aber ganz schnell. Ja, Beam Cola könnten wir eigentlich auch mal kaufen. So. Ja, ja, immer gern. Gut, hier drüben haben wir gleich das nächste. Ey, ihr wollt mich verprügeln oder was? Spinnt ihr? Nix gibt's. So, meine Streber-Homies sind bei mir. Alter, was machst du denn hier? Verpiss dich. Mann, Mann, Mann. Okay, das haben wir auch. Und dann noch hier drüben eins. Ach nee, hier. Sorry, hier ist nur die Bushaltestelle. Natürlich hier. Boah, ist es ein Cop? Nee, sah so aus. Ach man, jetzt hat der Typ noch ein Plakat weggemacht. Komm, schnell, Jimmy. Bevor der zum nächsten Plakat wieder rennt. Na? So, triff dich am Jungenschlafsaal mit Mandy. Ich hoffe mal jetzt, dass nicht währenddessen nochmal der Typ irgendwie Plakate neu auflegt, aber ich denke mal nicht. Auf geht's. Ich denke, Mandy wird uns sehr dankbar sein und wir haben sie vielleicht jetzt sogar verzaubert. Was sagt sie denn jetzt? Oh, you are the sweetest boy ever. Ja, gib mir einen Kuss. Give me a kiss. Ja. Jetzt mag dich Mandy. So muss das sein, Leute. Supi, was haben wir denn jetzt noch? Das große Spiel haben wir freigeschaltet. Dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Part mit dabei seid. Ich hoffe, euch hat dieser Part hier gefallen. Macht's gut, haut rein und ciao, euer Bashix.